Was bedeuten die Spalten in der Excel Beispiel 6? In diesem Video beantworten wir mögliche Fragen zu den Beschriftungen. Vergleichen wir zunächst die Spalten der Excel mit den dazugehörigen Positionen auf dem Infoboard. Die erste Spalte benennt die Tätigkeit, die auszuführen ist. In der zweiten Spalte steht die Dauer der Aufgabe. Sie bestimmt die Länge des Balkens auf der Plantafel. Sollte eine Aufgabe zum Beispiel eine halbe Stunde in Anspruch nehmen, wird die Länge in Dezimal angegeben. Die Auftragsnummer verbindet zusammengehörige Arbeitsgänge mit Pfeilen. Aufgaben mit derselben Auftragsnummer werden automatisch aneinander folgend auf der Plantafel platziert. Zudem werden aus den Aufträgen gleichzeitig Musteraufträge. Damit stehen Ihnen Vorlagen zur Verfügung, die Sie nach Belieben verwenden können. Bei der Ressource handelt es sich um die Zeile, der die Aufgabe zugeordnet wird, also dem Arbeiter oder der Maschine. Ganz links auf dem Infoboard sehen Sie die Spalte E, die Abteilung, zu der die Ressource gehört. In der sechsten Spalte steht der Text, der auf dem Planungsobjekt in der Plantafel angezeigt wird. Generell gilt, in der Reihenfolge der Excel-Informationen wird auch die Plantafel aufgebaut. Dies ist besonders wichtig für Arbeitsgänge, deren Arbeitsschritte in richtiger Reihenfolge aufgeführt werden sollen. Tragen Sie es dementsprechend in die Excel-Datei ein. Schauen wir uns das Beispiel in der Excel-Tabelle einmal an. Die erste Tätigkeit ist die Konstruktion. Sie dauert 8 Stunden und wird von Herrn Hinze aus der Konstruktionsabteilung ausgeführt. Der nächste Schritt ist die Arbeitsvorbereitung von Herrn Meier in der Produktion. Da beide Tätigkeiten zu Auftrag 1 gehören, wird das Planungsobjekt für die Arbeitsvorbereitung automatisch hinter dem Planungsobjekt der Konstruktion platziert. Füllen Sie nun die Excel-Tabelle mit Ihren Planungsdaten aus. Bitte beachten Sie, dass kein Feld frei bleiben darf, wenn in der Zeile und Spalte bereits etwas steht. Sie können uns gerne Ihre selbst ausgefüllte Excel-Datei zuschicken und wir senden Ihnen in Kürze eine Vorschau Ihrer eigenen Infoboard-Plantafel zu. Wenn Sie die Excel-Datei selbst importieren wollen, müssen Sie die ersten beiden Zeilen löschen, damit nur die zu importierenden Daten übrig bleiben. Um die Excel-Datei zu importieren, müssen Sie eine neue Plantafel erstellen. Wenn Sie noch weitere Fragen haben, stehen wir Ihnen gerne telefonisch oder per E-Mail zur Verfügung.